Ich werde immer wieder gefragt, René, was sind denn coole Bogenziele? Naja, wir haben jetzt hier am Bushcraft Areal einen eigenen kleinen Bogenparcours und haben hier Ziele von der Firma Leithold im Einsatz. Und wenn du wissen willst, was das kann, ob das ein Ziel auch für dich daheim im Garten oder sonst wo sein kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Ross vom Survival Shop im Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Bushcraft-Areal auf waldurlaub.at. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich habe jetzt gerade diese arme Gams hier hinter mir beschossen. Und wir haben hier im Waldcamp, im Bushcraft-Camp jetzt Bogenziele aufgestellt. Da kannst du zum Beispiel mit solchen Feldspitzen, ausschließlich Feldspitzen natürlich, weil wir wollen uns die Ziele nicht kaputt machen, zum Beispiel hier mit einem Recurve-Bogen auf diese... Alter, Ziele, schießen. Und bitte immer aufpassen beim Rausziehen, denn die meisten Unfälle beim Bogenschießen passieren, weil man sich irgendein Auge aussticht beim Rausziehen der Pfeile. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und ja, ich mag dir ganz einfach jetzt vorstellen, was diese Ziele können. Ja, da ist sie nun einmal, die Gams. Wir haben dann hier hinten noch einen Kojoten und der Tobias, der ist gerade dabei, einen Wolf zu beschießen. Und naja, natürlich alles nur bogenmäßig, das ist ganz klar. Schau mal her, das Ganze ist ein wirklich geniales Teil. Also ich muss wirklich sagen, es schaut aufs Erste total echt aus. Unser Hund hat es angebellt und hat geglaubt, da steht wirklich eine Gams. Das ist ja, das ist eingesetzt. Natürlich diese Krücken, diese Krickel, dieses Geweih, mein Horn ist es ja eigentlich, ist kein Geweih, mit solchen Metallstäben, das setzt man hier schön ein. Natürlich jetzt nur bei diesem Modell hier, wenn dich das interessiert. Wie gesagt, ich gebe da auch den Link in meinen Shop. Billige Eigenwerbung. Einerseits kannst du diese Ziele hier bei uns auch käuflich erwerben. Also schau dir das an. Wir haben das Ganze hier unten mit Metall, also mit solchen Eisenstangen, die bis hierher eingeschlagen, also reinragen in das Ziel und in den Boden eingeschlagen sind, montiert. Und das funktioniert wirklich top. Hier jetzt der knurrende böse Kojote, natürlich alles nur Kunststoff, keine Sorge. Und hier jetzt zum Beispiel, da haben wir jetzt dieses Ziel, das Leben sozusagen, das kann man auch rausnehmen, wenn man beide Hände frei hat. Ich halte jetzt die Kamera gleichzeitig und kann man hier austauschen und auswechseln. Und ja, das heißt, du hast hier den Innenring, das ist wirklich im Leben, dann die äußere, da gibt es bei den Bogenschützen, vielleicht schreibst du unten einen Kommentar, das hat irgendeinen speziellen Namen, eine Organisation, wie viele Punkte das jetzt sind. Ich bin schon so lange aus dem Bogensport raus, dass ich das gar nicht mehr weiß. Und hier jetzt kannst du auch sehen mit diesen Einsteckhülsen, die hier eingegeben sind. Das sind jetzt Eisenstangen, die sind im Lieferumfang nicht enthalten. Aber hier kannst du das dann reinstecken. Also es ist einmal, zweimal, dreimal und viermal steht das Ding da. Das heißt, da kann man wirklich schön raufschießen, ohne dass was passiert. So, ich bin jetzt bei dem Wolf, da mag ich dir jetzt auch zeigen, wie stark das Ganze reingeht. Das hier ist ein 22 Pfund Recurve Bogen. Ich bin jetzt wirklich wenige Meter entfernt und schieße jetzt mal kompletten Auszug. Also ich habe den Bogen wirklich komplett ausgezogen und schieße drauf. Und ja, jetzt auch noch ein drittes Mal. Und dann schauen wir uns an, wie gut das Ganze abfedert. Komplett ausgezogen. Jetzt gehen wir mal hin. Also, ich war jetzt wirklich nah dran, Bogen komplett ausgezogen und so tief penetrieren sozusagen diese Pfeile. Das sind ganz normale Bogenpfeile, also nichts Besonderes. Carbon-Ausführung und ja, das Teil geht ganz schön stark rein. So, jetzt ziehen wir gemeinsam mal die Pfeile raus. Ich habe nur das Stativ umgestellt, also das geht in dem Fall jetzt wirklich überraschend leicht. Vorher haben wir schwerer getan bei dieser Konstruktion und wir wollen hier einen Bogenparcours für unsere Kunden, die auf Waldurlaub in einem unserer Bushcraft Camps oder Hütten oder Häuser übernachtet, exklusiv so einen Bogenparcours anbieten. Und wir haben jetzt mal mit drei Tieren sind wir mal gestartet und fangen da mal an. Und wir haben uns für diese Firma hier entschieden, weil sie kommt aus Österreich. Sie produzieren wirklich vor Ort, das ist nicht irgendwas, irgendwo, irgendwie. Und wir haben nur das Beste bis jetzt gehört von anderen Bogenparcoursbetreibern bzw. aus der Bogensportszene. Und deswegen haben wir uns für dieses Teil hier, für diese Teile hier entschieden. Und weil sie mir natürlich extrem gut gefallen, habe ich die auch im Shop. Billige Eigenwerbung. Kriegst du bei mir alles im Shop. Unterschiedliche Türe. Sehr, sehr schnell lieferbar. Das war auch immer so ein Grund, weil wir gesagt haben,
jetzt auch aus Jobsicht, ja, von uns, also ich habe mit anderen Herstellern schon gesprochen und die brauchen dann 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen, bis sie das dann mal produzieren oder herstellen oder liefern können. Und da habe ich gesagt, das hat keinen Spaß, denn wenn du jetzt zum Beispiel diesen Wolf hier bestellen magst, ja, dann willst du nicht ein paar Wochen drauf warten. Ich meine, dass das nicht morgen, wenn du heute bestellst, morgen nicht vor dir steht, das ist klar, aber es geht sehr, sehr rasch, sehr, sehr gut. Wir haben extrem kurze Produktionszyklen, made in Österreich, also wirklich komplett aus Österreich, und das taugt mir einfach irrsinnig. Ja, das war jetzt das Video, wo ich da die neuen Ziele, die wir hier im Bushcraft Camp vorstellen wollte. Ich werde auch einen Langzeitbericht machen über die Leitholzziele, für diese Bogenziele. Taugt mir ganz einfach, der Tobias, den ist jetzt gar nicht mehr wegzukriegen hier von diesem Platz. Wie gesagt, lass ein Abo da und schau immer wieder mal rein. Wir werden den Bogenparcours auch noch anpassen und gegebenenfalls erweitern. Und wenn du ein Gast bei uns sein willst, ja, dann schau vorbei. Billige Eigenwerbung, ganz klar. Oder wenn du eines dieser Ziele erwerben magst, ja, auch dann gebe ich da den Link in meinen Shop. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mal einen Kommentar, was du eigentlich als Ziel verwendest. Das würde mich irrsinnig interessieren. Da geht's direkt in meinen Shop. Da geht's auf ein Abo. Lass mal ein Abo da, das wäre auch cool. Das Video zum Anschauen hat mich gefreut. Dein René Osmann. Bis bald und ciao.